Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur weiteren Runde Wolf-Transporte. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich setze alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Aber wir befinden uns auf dem Weg nach Innsbruck, meine lieben Sportsfreunde. Ich habe bei der Zuckermeiser AG gestern nur schnell eine Ladung Kork geladen, weil es mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, eine Ladung Kork mit nach Innsbruck zu nehmen. Dann habe ich gesagt, ja, passt, dann brauche ich nicht laufen. Nehmen wir mit, sind 5 Tonnen. Da kriegen wir jetzt 275 Euro dafür. Dann habe ich gesagt, ja, aber heute kann ich es nicht mehr abladen, geht sich von der Fahrzeit nicht aus. Dann habe ich gesagt, egal, geht morgen auch, ist nicht so dringend. Aber sie brauchen einen Platz. Dann habe ich gesagt, auf wieder mit, nehmen wir mit. So haben wir jetzt eine schöne Ladung nach Innsbruck auch. Kriegen wir auch 275 Euro, besser wie gar nichts. Und besser, vor allem nur besser, als wir fürs Laufen, meine Sportsfreunde. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass ihr hier den Weg zu mir in die Wolf-Transporte gefunden habt und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten, meine Sportsfreunde. Genauso wie Grüße rausgehen an meine YouTube-Kollegen in erster Linie hier. Ich muss das wieder ein bisschen sagen, das ist mal eine Herzensangelegenheit an meinen Mentor. Ich will jetzt nicht abwertend gegenüber meinen anderen Kollegen sein, aber er ist halt wirklich mein Mentor hier auf YouTube, den Meister der Classic Trucks, an Tracker Andal, an Hermann M. an JJ on Tour, an Micha von der ETL auf Achse, an Maisy on the Road, Harry D. Jung, Stefan on the Road, die virtuellen Trucker Stories, den lieben Badora, die liebe Spieltanne. Und die ganzen anderen lieben Kollegen, die was bei mir hier verlinkt sind, die Jungs, die was bei mir hier auf meinem Kanal verlinkt sind, die machen alle absolut geile Videos, die machen absolut geile Projekte. Schaut bei einem mal vorbei, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Ein nettes Kommentar würde mir und meinen YouTube-Kollegen natürlich helfen. Im YouTube-Algorithmus genauso, also wenn es die Wiedergabezeit für uns optimieren würde, sind das Video von Anfang bis zum Ende anschaut, würden wir uns auch drüber narrisch freuen, meine lieben Sportsfreunde. Und wer natürlich Lust und Laune hat, der kann uns natürlich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass wenn es hier aus oder von unseren Kanälen weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird, meine lieben Sportsfreunde. Wir haben Freitag, wir müssen jetzt ein bisschen Nahverkehr fahren in der Folge, weil wir kennen gerade mal noch Zeit spätestens Mitternacht fahren, weil wir ja letzte Woche schon eine lange Woche gehabt haben. Dann wäre gut, da habe ich gestern mit dem Mike telefoniert, aber mir irgendwo noch zwischen reinschirmen kann, dass wir mal einen Lastwagen wieder durchchecken. Nimm die Ausfahrt rechts. Wäre optimal. Natürlich schaut das da auch, dass wir jetzt irgendwie so eine kleine Ladung Richtung Salzburg kriegen. Schauen wir, was die AT-Lok so hat. Das kann jetzt erst beim Abladen machen. So wäre halt heute der Plan für den Freitag. Es ist vor dem Wochenende, sollte man nicht mehr einen allzu großen Stress haben. Dann bin ich ja wirklich stark beim Überlegen, ob ich am Wochenende nicht mit dem Ben den LKW tauschen soll. Oder generell die LKW jetzt ein bisschen durchtauschen soll. Da muss ich mir jetzt mal die Fahrtenbücher anschauen, wie das funktioniert. Da bleibe ich auf dem DAF, weiß noch nicht. Wo meine Angestellten umgehen, bleibt ihr draußen. Schreibt es mal in die Kommentare rein, was ist für sinnvoll heute, sollte man ein bisschen mehr Nahverkehr fahren.
meine Nacht wieder im eigenen Bett schlafen, das ist wieder auch gut. Deswegen schauen wir mal, weil das ein bisschen entweder hier bei mir zu Hause bei Oma Midi vorbeikommen oder bei meiner Lady am Würgler Boden. Demnächst rechts abbiegen. Da habe ich auch mit ihr Rechts besprochen, ob sie nicht abbiegen. bei mir in der Firma Dann anfangen rechts möchte. abbiegen. Mit dem Herbert. Ein bisschen disponieren sollte. So, da Biege nach rechts ab. steht einer. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, wie da hinten ist der. Servus, Wolftransporte. Kork von Hauningsöl. Okay, passt. Okay. Alles klar. So. Das war jetzt der falsche Knopf. Sieht das neue Strich, wo man da absatteln muss. Sicherheit zum ersten Mal. So, da haben wir uns da mal schön rein. Vor. Dann würde ich sagen, ich gehe mal den Schnellplan hinten aufmachen, meine lieben Sportsfreunde, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine lieben Sportsfreunde, dann nehme ich jetzt hier wieder mit dazu. Wir fahren wieder zurück nach Hauningsöl. Biege nach links ab. Das hat leider nichts. Auch nichts nach Hauningsöl. Und da haben sie was nach Hauningsöl. Dann fahren wir halt heute ein bisschen. Verkehr, wie ich schon gesagt habe. Kommen wir so ums Haus rum. Wir haben jetzt Gewürze dabei. Gewürze Demnächst rechts und abbiegen. ja. Einen Moment. Einen kurzen Moment. So, da bin ich jetzt wieder. Biege nach rechts ab. Wie gesagt, wir haben Gewürze dabei, ungefähr 18 Tonnen. Immer geradeaus. Und der von der Realtelo hat jetzt gesagt, dass man hier. Er wird schauen, dass man vielleicht eine Rückflutung kriegen, braucht aber nicht wie Lara zurück auf Innsbruck fahren. Die Elena hat uns jetzt auch dabei gehört, eingefahren. Ich sehe jetzt um den Kontostand 2.571 Euro. Also, ja, ich glaube, die zwei haben vielleicht jetzt das gecheckt, dass das jetzt nicht so gut war. Die Ansage vom Herbert hat gewirkt, gehe jetzt einmal davor aus. Ja, schauen wir mal. Jetzt habe ich mit ihm so beschlossen, beim Abladen habe ich mit dem Herbert eben telefoniert. Wir lassen jetzt alles ungefähr so bei den Alten. Weil dann, wenn ich Bitte links halten. die nächste Woche übers Wochenende irgendwo draußen stehen würde, dann hätte ich echt die bessere Zugmaschine. Und das findet er auch er. Und dann schauen wir mal, wie sie das dann verhalten wird. Ich habe zum Herbert gesagt, er soll jetzt einmal schauen bei Schwarzmüller, bei Krone, er soll einmal ein paar Angebote einholen.
für Planlaufflieger oder Kühler. Sehen Sie da mal, was Sie so im Sortiment haben, sollen Sie da mal einen Ratsch an Ratsch von. Was heißt das? Ja, halt, ein Ratscher. Ja, ich sag jetzt gleich, das ist der Red ist oft nicht mehr, oder was? Einmal, da habe ich das Sortiment einer Wien. Also, ein Angebot von einer ihren Sortiment einer Wien. Jetzt wird es natürlich gleich wieder lustig werden mit Neubalken. Aber zwei Folgen, das was zum Lachen gab es mit mir, ist eh ganz gut. Ich glaube, man muss das Hauning-Söll gerade oft nur machen und dann weiß man ganz genau, wie man hier dann einbalken kann. Also für den einen oder anderen, ich habe es hier gerade im Frachtmarkt Ladungen gefunden für Mannheim, für Stuttgart, für Rom, Neapel, also alles, was weit hochgeht. Und dadurch, dass ich hier realistisch spiele, gibt es bei mir auch eine lange Woche. Das heißt, von Sonntag bis Samstag und eine kurze Woche von Sonntag auf Nacht bis Freitag auf Nacht. Deswegen ist der Wochenendruhezeit, dass man die zusammenbringen. Also wenn jemand weiß, wie man die Restzeit ausschaltet, dann können wir es gern bitte reinschreiben, dass wir da eben keine Restzeit mehr haben. Ich weiß, der Micha und der ITL hat gesagt, er weiß, dass man die ausschalten kann, aber er weiß nicht mehr wie. Das hat er mir mal vor Monaten gesagt. Grüße gehen da nochmal aus, lieber Micha und Ehrenhuber. Also ich muss nicht sagen, also es geht jetzt wieder von mir aus und das ist ja wirklich, das kämpft bei mir vom Herzen, ich müsste das nicht da, aber ich sag's trotzdem, die Jungs, die was hier bei mir verlinkt sind, der Traka Andal, der Hermann M. vor allem, der Micha von der ETL auf Achse, der Maisi on the Road, der JJ on Tour. Egal in welcher Reihenfolge, dass sie sich nennen, die Jungs, die sind absolute Spitzenklasse. Für mich ist das wirklich wie eine zweite virtuelle Familie. Ich kenne die Jungs persönlich alle, die kennen es nur über Schreiben, übers Interagieren hier, gell? Aber die Jungs, die sind super. Der Micha hat in einem Video gesagt, wir müssen miteinander telefonieren. Wie der kurz vom Konkurs war, absolut super, also. Und da werden wir uns auch hundertprozentig was einfallen lassen, Micha, falls das das heißt. Du siehst ja oben meinen Kontostand, es geht bergauf. Arbeit, hedig nur in Tirol, vom Euro-Godis. Das ist ja mein Hauptkunde, mein erster Kunde. Aber wie es halt mit dem Spiel ist, ich arbeite mit dem Frachtmarkt. Und ich bin halt einfach hier ein kleiner Spediteur mit drei LKWs. Ich muss gerade schauen, dass ich das irgendwie hier, warum auch immer das hier nicht so funktioniert, wie ich mir das da vorstelle. Neue Route finden. Gibt es noch gerade mal einen Moment, ich möchte nämlich das ganz gerne mitnehmen, das Bleckerl hier.
warum auch immer sie dies hier bei mir nicht dazu nehmen. Okay, jetzt hab ich ein. Ja. Ist doch schon gut, liebe Helga. Ich weiß, wo die Meiser gießt. So. Keine Ahnung, warum das, das da nicht so funktioniert, wie immer das gerne, wie ich es gerne hätte. Schauen wir mal, wie wir da abbiegen müssen. Es ist vorbei. So, ja, gleich wieder wie vorhin. Ein verkehrtes Fenster. Jetzt bin ich auch ein fauler Sack, ich bin, gell? Ich steig nicht einmal aus. Servus! Der Tilok, Gewürze! Okay. Ja, muss da reinfahren wieder. So, aber wir wissen ja vom letzten Mal, wir müssen ein bisschen in den Dreck reinfahren. Tonnen ist kein Pappenstiel. Da steht der Silo inne. Jetzt fahren wir da einfach mal bis Ende der Hecke. So, jetzt wird es spannend wieder. Schaffen wir es diesmal. So, mit der Hand. Machen wir es so wie beim letzten Mal. Wir schauen jetzt einfach. Ich stütze mich einfach viel, ich steige da aus. Passiert da ein bisschen die Hecke, das passt eigentlich eh ganz gut. Dann müssen die so kurz so weit bleiben. Steigen wir nochmal kurz aus. Also ich mache jetzt das so, weil es einfacher geht. Es schaut sich einmal ganz gut aus. Nur einmal. Ja. Könnte sich ausgehen. Ja gut, lass den Fahrer fort nach Gehör, oder so glaube ich hat man das einmal gesagt, gell? Schauen wir nur mal aus. Da sind wir vorbei, jawohl, das könnte sich jetzt in einem Zug ein bisschen ausgehen. Jetzt müssen wir gerade da aufs Auto aufpassen. Schauen wir nur mal kurz. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Aber schaut gut aus. Jetzt hängen wir da wieder irgendwo. Jetzt können wir auch den Ding ausschalten. Den Warnblinker. Ah, wir könnten den Shop laden, wenn ich im Spaßfreunde hervorragend. So, aber wir machen das ordentlichst.
Hervorragend. Also, meine Sportsfreunde, wir merken uns, die was nach Hauningen-Söll fahren und ein bisschen Schiss gehabt haben, an der Hecken entlang fahren und dann schön langsam einer dran. Ihr seht's, das ist, das müssen wir zuschauen. Ich hätte es nicht so gern, dass ich es so mache, aber interessant. Interessant, ich habe das bei Hermann schon mal gesehen im Video. Schau, Kufsteiner Kennzeichen. Kufsteiner Kennzeichen? Micha, was ist da los? Da machst du mir eine Freude damit. Aber das falsche Symbol ist um. Es ist nicht der Tiroler Adler. So, steigen wir bei. So. Ich kann das jetzt mal gekonnt ignorieren, dass dies, dass wir da schweben. Das kann man mal ganz gekonnt ignorieren. So. Dann kassieren wir mal die locker flockigen 302 Euros. Und dann schauen wir mal, ob wir da was zurückgekriegen auf Innsbruck. Dann schauen wir mal, ob wir da was zurückgekriegen auf Innsbruck. Ja, schau, da kriegt man so, man kriegt sogar noch was Salzburg-mäßig ist. Und das wird jetzt von der Vorzeit her nicht mehr ausgehen. Deswegen fahren wir jetzt zurück hier auf Innsbruck. Ja, gerade ein bisschen in mein Ding reinschreiben hier. Was haben wir denn da? 3 Tonnen. Das passt ja eh ganz gut. Finde die Tasten oft nicht mehr. Ich hab's gleich mal in den Spaß finde. Ist das die Meiser AG arbeitet mit der RT-Lok zusammen? RT. Da kriegen wir dafür 250 Euro. Man ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so viel, aber mein Gott, das so. An Tag haben wir auch mal das. Wir könnten da schon. Ja. War es jetzt der Samstag, dann da die. Da haben wir ganz woanders Skifahren. So. Ja, und jetzt wird es Los. interessant. Jetzt wird es interessant. Jetzt hat heißt bloß nicht die Achsen aufheben. Warum? Weil dann der Auflieger einfach den kürzeren Weg nimmt. So. Und jetzt hast du da kurz schauen, dass wir nicht am Auto vorn fahren. Und keinen einen Spiegel mitnehmen. So, da ein bisschen die Hecken schonen. So. Und da sind wir ja wie gut ausgekommen jetzt hat. Jetzt heben wir uns und jetzt heben wir uns die Achsen auf. Jetzt heben wir uns die Achsen auf, damit dass wir eben ein bisschen Reifen schonen da vorne.
Hervorragend, dann können wir jetzt in die, können wir noch in die Werkstatt halt und auf Mittag haben wir auch Arbeit. Dann haben wir halt jetzt eine gute wir haben jetzt gute, lass mich mal schnell rechnen, wenn wir die Ladung abgeben haben, haben wir 12, 16, 16. Ja, haben sie einen ausgezogen. Ich muss ja gerade ein bisschen zwischen meinem Monitor und den anderen hier und her schauen. 2, 4, 6. Ja, 600, sagen wir knapp bis 700 Euro, jetzt grob überschlagen gerechnet. Hervorragend. Das heißt jetzt bei der, wir dann jetzt hat, warum auch immer, dass dies nicht geht, keine Ahnung. Wir dann jetzt hat, abladen, dann fahren wir nur zum Tanken und dann fahren wir in die Werkstatt. Das ist jetzt so der Plan, den was ich habe. Vielleicht kann ja der Mike heute ein bisschen irgendwo zwischen reinschieben. Da war jetzt schwierig für Hauning Söll einen Motorraum zu haben. Das so, Klarzeug 4, da war jetzt schwierig, einen Motorwagen zu haben. Für Hauning Söll, vielleicht einmal, wenn wir später reinkommen, mal schauen. Jetzt fahren wir ja eh gerade über die RD-Lokheit. Sozusagen. Aber es passt gut. Da ist man jetzt Flötenganger. Warum ist man jetzt da tausender Flötenganger? Immer geradeaus. Von 15, von 16, 7, 91, ja, 15, 7. Wer hat den da schon wieder miese gemacht? Er hat den da schon wieder miese gemacht. Steht was um auf die Frachtpapiere? Ja, steht um welche Rampen. Passt gut, das ist ja hervorragend. Fahren wir nur miteinander bis zu der RT-Lok und dann glaube ich, ist für die Folgenlänge eh ganz gut vorgegangen. In Hauningsöl, Innsbruck, Innsbruck, Hauningsöl und wieder zurück. Vorzeit sind wir auch bei knapp 5 Stunden, also wenn es dann ist, dann nächstes LKW-Kontrolle haben wir auch noch. Haben wir eigentlich die Woche eine erfolgreiche Woche hingelegt? Dann schauen wir noch, ob wir vielleicht heute irgendwo eine Ladung kriegen für Sonntagabend.
Okay, lass uns eine neue Route finden. Oder? Er kooperiert mit der Polizei, hat keine Probleme. Jetzt haben wir im Sportsfreunde. So, ich schätze mir, dass wir da unten gleich wieder eine rote Welle haben. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, wir sind in Innsbruck, wir im Sportsfreunde. Ich glaube, wir dann jetzt hier das Video beenden, sonst wird es lang, das Video echt zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen beim Zuschauen, ist mir heute was anderes gewesen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen, wer Lust und Laune hat. Da kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus die Wolf-Transporte weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mir meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!